Let's start from this fact. Fangen wir so an. I screamer, you screamer, we all screamer for ice creamer. You know? Wir lieben das Gleiche. Du liebst die Musik. Du auch. Uns verbindet etwas. Und Musik ist nicht, was der Komponist geschrieben hat. Sie gibt es nur im Jetzt. Ich will die Liebe zur Musik erschaffen. Und eine neue Sprache erfinden. Die Sprache unserer Träume. Und plötzlich passiert etwas. Plötzlich tut sich ein Raum auf, in dem ich sprechen kann. Über meine Liebe, meine Probleme, das Glück und die Einsamkeit. Er tritt auf. Achtung, Achtung, Vorwarnung. Er kommt. Theodor Korenzis denkt gerne groß. Große Worte, große Gesten, große Gefühle. Er ist der aufregendste Dirigent der Gegenwart. Theodor Korenzis, gebürtiger Grieche, hat von Sibirien aus mit seinem eigenen Orchester die großen Konzerthallen der Welt erobert. Jetzt hat er den Posten als erster Chefdirigent des SWR-Symphonieorchesters übernommen. One, two. Eine riesige Freude. Also das Beste, was passieren konnte, definitiv. Ja, bin sehr gespannt. Vorab gibt er in Stuttgart schon ein Gastspiel. Muss gestehen, ich habe mich echt ein bisschen anders vorbereitet. Ja. Das ist der neue Chefdirigent. Also das ist so Avant-Premiere. Ist noch nicht das richtige Amt, aber. Oh. Ich bin in positiver Erwartung. Theodor Korenzis wird der erste Chefdirigent sein, seit 2016 die Orchester von Freiburg und Stuttgart zum SWR-Symphonieorchester vereint wurden. Heartily welcome to the SWR Symphony Orchestra. A warm welcome. Herzlich willkommen beim SWR-Symphonieorchester. 2018 ist für uns ein sehr wichtiges Jahr. Im September werden Sie unser erster Chefdirigent. Darüber sind wir stolz und glücklich. Ich danke Ihnen heute noch als Gastdirigent. Yes, and I must say that
Ich freue mich auf eine neue Art der Kommunikation. Wir kennen das als Musiker. Wir haben immer Zeit für die unwichtigen Dinge, auch wir Dirigenten. Für das Wichtige finden wir nie Zeit. And we never find the time to give for the important things. That is that we spend more than half of our lives. Wir verwenden mehr als die Hälfte unseres Lebens darauf, Musik zu üben oder zu spielen. And in the last moment, und im letzten Moment verschwindet sie. So a new orchestra is a new Ein neues Orchester hingegen ist eine neue Chance, sich in die wichtigen Dinge zu versenken. Neue Träume und Räume des Musikmachens zu erschließen. Das ist das Schöne und danach sollten wir suchen. Die Überraschung war groß, dass der Star Theodor Kurenzis, der bereits sein eigenes Orchester erschaffen hat, sich für Stuttgart entschied. Stuttgart? Nach dieser Fusion, gegen die ich übrigens protestiert habe, that I was against the fusion. Da sind sie in einer ganz schwierigen Situation. Denn jedes Orchester hatte seinen eigenen Klang. Das Zusammenspiel war kompliziert. Aber sie wollen einen Neustart, ein ganz neues Orchester schaffen, ihre Vielfalt vergrößern. Und da bin ich derjenige, der weiß, wie man Orchester schafft. And I'm the one that knows how to create orchestras. Normalerweise kommt er auf eine Tradition, die es zu pflegen gilt. Hier kommen jetzt zwei Traditionen zusammen und es soll was Neues entstehen. Das ist irgendwas, was ihn reizt. Also, und er kam da auch hin und hatte genau, also das wusste auch, was die Besonderheit in der Situation ist und wie man damit umgeht. I need to talk with the musician. Ich muss mit den Musikern reden. Because I'm not. Denn ich bin ja eher ein unkonventioneller conventional Mensch. Person. Das war ein sehr spannendes Erlebnis, so ein bisschen wie aus einem James-Bond-Film, so beim Gefangenenaustausch. Also es war ein Geheimtreffen, es waren wirklich nur wenige Leute informiert, wann und wo dieses Treffen stattfindet. Und war ein langes Treffen, aber irgendwie ist da so eine Atmosphäre entstanden, dass alle irgendwie das Gefühl hatten, da kann was draus werden. Und er kam an, hat uns sehr herzlich begrüßt und hat dann eigentlich erst mal eine halbe Stunde geredet. Nach dem Gespräch mit den Musikern habe ich gesagt, ich ändere all meine Pläne, ich mache das. I'll do it. Und dann kam irgendwann das freudige Telefonat, wo er sagte, ja, er macht's. Meine Agenten waren kurz davor, Harakiri auf dem Roten Platz zu begehen, als ich das verkündet hatte. Red Square, after I said, I want to do that. They need to cancel. Ich musste Konzerte absagen. So viele Leute vor den Kopf stoßen. Ich war ja längst ausgebucht. Bloß um das mit diesen Musikern zu machen. I said, no, I have to cut now, because I need to do that with these people. Das ist eine, finde ich, sehr interessante, nicht nur für Kurenzis, aber auch für das Orchester, eine sehr interessante Entscheidung. Und eine Entscheidung, die möglicherweise ein gewisses Maß des Unorthodoxen in sich trägt. Aber dieses Maß des Unorthodoxen trägt auch Theodor Kurenzis in sich. Die Arbeit beginnt. Kurenzis ist für harte Proben und exakte Anweisungen bekannt. First of all, I want the strings to have this kind of tremolo to give it should tasto, but also to give a kind of tension in the tremolo. And all of to blend with the contrabasses that they play the long note, just to listen to the long note of the basses and the tremolo that this is. First of all, I would like that the tremolo will not be initiative of the first tense, but initiative more from the back of the orchestra. I need, don't do me Gothic. Und Theodor Kurenzis, über den ja immer wieder auch gerätselt wird, wenn ich das ganz polemisch und ein bisschen platt ausdrücken würde, wie gut ist er eigentlich wirklich?
Theodor Korenzis ist verdammt gut. Und wenn man ihn in den Proben beobachtet, mit welchem Fanatismus fast er arbeitet und arbeitet stundenlang. Can I listen, please? Only trombones. Start from the top to balance. Only trombones. Little more the lows to bass trombone and pam pam, little less the first trombone. Just I want to have the, not to see who is playing what, to have the patching. One. Intonation. Can we have a little less gap before the 16? Pam, 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 pam. One. To sing it a little pam 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 pam, little bit to stretch it, let's say. Yes. One more time. Hat man selten, dass ein Dirigent so insistiert, auch was er dann haben will. Aber ist auch gut für uns, dass es gut zusammenläuft. Er arbeitet viel mit den einzelnen Instrumentengruppen. Das ist genau, was unser neues Orchester im Moment braucht, um seinen eigenen Klang zu finden. Er hat so eine Vision, wie das alles hört und er weiß genau, wie das er hören will. Und ich denke, man macht so viel Spaß. Also es ist erstaunlich. Das Orchester ist offensichtlich auch besser vorbereitet als sonst. Aber also ich meine, das Orchester ist immer gut vorbereitet, aber ich glaube, es waren alle natürlich sehr gespannt, was passiert. Und es war eine tolle Probe bis jetzt. You know, how are you doing? Good, feeling good. Feeling good and yeah. Motivated. Yeah, I was transformed already. So. Okay, nice to see you. Zum ersten Mal, seit es dieses Orchester gibt, bin ich heute Morgen gerne nach Stuttgart gefahren. Wir haben die Möglichkeit, es wirklich als Ensemble ganz eng zusammenzuwachsen und die sollten wir unbedingt ergreifen. Sehnsüchtig hatten die Musiker des SWR-Symphonieorchesters auf ihren ersten Chefdirigenten gewartet. Dass es dann zufällig einer der gefragtesten Dirigenten der Welt werden sollte, einer, dem der Ruch der Genialität folgt, einer, dem nicht nur das Label des Exzentrischen anheftet, sondern einer, der ihnen auch die Türen zu den ganz großen Engagements eröffnen könnte. Thank you very much. Der künstlerische Leiter fasst die erste Probe zusammen. Zudem, dass er ein großer Musiker ist, ein großartiger Dirigent, hat er ganz klare Ideen von einer Partitur, was er will an Klangfarben, wie die Balance sein sollen. Und er arbeitet das detailliert durch und kann trotz einer vielleicht auch manchmal ermüdenden Arbeit die Musiker so begeistern aufgrund seiner Ausstrahlung, seiner Art von Magie, dass alle sich dem auch hingeben. Und deswegen waren diese zwei Stunden also wahnsinnig beeindruckend. Jenseits des Dirigentenpultes ist Korenzis schwer zu fassen. Den Antrittsbesuch beim Intendanten des SWR macht er spontan nach einer Probe. Peter Butkus, General Manager.
the chief of the complete SWR. Hello, Georg Hook. Welcome. Theodor Korenzis. Der Intendant und sein Dirigent, zwei Menschen, die gewohnt sind, andere Menschen zu führen, begegnen einander. Okay. Starting with the photograph. Mm-hmm. Theodor, is it okay for all of us? Then he can go and we can have a handshake. Mm-hmm. Relaxed situation. Is he not closer? Man könnte auch sagen, der Rebell und seine Vorgesetzten. Es ist mir sehr wichtig, dass alle verstehen, dass es in den nächsten beiden Jahren darum geht, das Orchester auf Weltniveau zu bringen. Dazu muss man ihm ein Image geben. Eine eigene Identität. Genau. Und diese Identität, die wir in den nächsten zwei Jahren schaffen werden, ist dann das Fundament für die Zukunft. Wir haben für Sie eine Grundlage geschaffen, auf der Sie arbeiten können. Alle sind offen und verstehen, dass es genau jetzt unsere Zeit kommt. In der ganzen Stadt gibt es Diskussionen, wie sie sich entwickeln soll. Gestern bin ich schon in eine Demonstration geraten. Eigentlich wollte ich nur zum Friseur. Da war dann eine Demo und jemand sagte, Maestro Korenzis geht demonstrieren. Schon an seinem zweiten Tag in Stuttgart. Sollte er ein Rebell sein, ist es ja auch nicht das Schlechteste, dass es in diesem durchaus überschaubaren, an Aufregung überschaubaren Leben jemanden gibt, der sich in gewissen Momenten und entscheidenden Momenten gegen etwas stellt auch und sagt, wir können es auch anders machen. Eine andere Formel findet für das, was Musik sein kann und wie man Musik erzählen kann. Das ist ja nicht das Schlechteste. Aber das wäre nicht genug, wenn er nicht diese ungeheure Substanz hätte und diese unglaubliche Begabung auch, nicht nur musikalisch, sondern auch als, naja, als Figur. Begabung ist etwas, was man hat oder nicht hat, aber es gibt etwas, was man definitiv nicht lernen kann und das ist Charisma. Ich sehe mich nicht als charismatisch. Ich weiß nicht, was wäre, wenn ich im Publikum säße. Ich habe Theodor noch nie gesehen, nur im Spiegel und auf Video. Und das ist etwas anderes. Aber was ich da sehe, mag ich nicht besonders. Wahrscheinlich würde ich Theodor nicht mögen, wenn ich jemand anderes wäre. Aber ich bin niemand anderes. Eigentlich lebt und arbeitet Theodor Korenzis in Perm, einer Stadt am Ural, weit weg von allem. Hierher, in eine einstmals verbotene Stadt, ist er 2011 mit seinem in Sibirien gegründeten Orchester Musica Eterna gezogen. Hier arbeitet er mit den Musikern rund um die Uhr. Er leitet ein Festival, zu dem inzwischen die größten Künstler der Welt pilgern. Und von hier aus, vom Rand der zivilisierten Welt, hat er mit Musica Eterna die großen Konzerthallen der Welt erobert. Es ist eine eigene Welt. Die Welt einer verschworenen Gemeinschaft von Musikern, an deren Gebräuche sich Gäste immer erst gewöhnen müssen. Angefangen von Probezeiten, das Gemeinschaftsgefühl und den Orchesterklang bis hin zu den Proberäumen. Alles ist hier extrem. Sicher nicht europäischer Standard, aber es ist meiner Ansicht nach auch im möglichen oder dadurch möglichen Mehrwert auch nicht europäischer Standard. Naja, es gibt ja keine Gewerkschaftszeiten, die proben so lange, wie er will. Das können mal 4 Stunden am Stück sein oder 10 am Tag oder sonst was. Und es geht um die Arbeit, es wird hier gearbeitet. Da muss man sich darauf einstellen, dass das nicht diese 0815 Proben von bis sind, sondern es fängt meistens irgendwo rundum von an und endet definitiv nach bis. Wer hierher in den Ural kommt, um Musik zu machen, und sei es nur für ein Gastspiel, der weiß, dass hier besondere, undurchsichtige Sitten herrschen, die bis hin zu den Tempis mit dem normalen Klassikbetrieb recht wenig zu tun haben.
Ich habe auch ehrlich gesagt, weil ich wusste, dass es so spannend mit ihm wird, jedes Stück in 3 bis 4 verschiedenen Tempi vorher für mich geübt, von ganz, ganz langsam bis ganz, ganz schnell, damit ich das schon mal ausprobiert habe. Er macht es extrem. Es sind extreme Dynamiken, es sind extreme Akzente. Es ist eine extreme Lesart von Partitur, die aber, wie ich glaube, erfindet nichts. Also es ist jetzt nichts, was nicht in der Partitur steht. Die Probenzeiten werden oft erst per SMS um 2 Uhr nachts bekannt gegeben. Hier macht man keinen Job, sondern Ernst. Der ist ganz, ganz klarerweise ein echter Musiker. Das, was ich... er hat Musik als Muttersprache. Geprobt wird Ton für Ton und von früh bis spät in einer alten sozialistischen Sporthalle. Wir haben hier die absolute Freiheit, uns gegenseitig alle Gefühle zu zeigen. Hier herrscht nicht die steife und künstliche Kommunikation zwischen ein paar Profimusikern. Steve, in the way of an artificial communication between professionals, it's a big band. Das hier ist wie in einer großen Band. Im Guten wie im Schlechten. Als Theodor Kurenzis 2012 gefragt wurde, ob er den Job als Opernchef in Perm annehmen wolle, machte er es zur Bedingung, sein eigenes Orchester mitbringen zu dürfen. Und so siedelte Musica Eterna zusammen vom fernen Sibirien ins einsame Perm um. In the beginning it was nothing. Am Anfang hatten wir nichts. Es gab keine Zeit zum Proben, denn wir alle waren noch Studenten oder arbeiteten noch an der Oper. Wir besaßen nichts, kein Geld, nicht einmal richtige Instrumente. Nur die Motivation, etwas gemeinsam zu machen und natürlich das Talent von Theodor, das das Ganze dann so schnell hat wachsen lassen, dass wir es als unbekanntes Orchester von ein paar jungen Leuten aus Novosibirsk in 15 Jahren dazu gebracht haben, die Salzburger Festspiele zu eröffnen. Wer hier zum Orchester Musica Eterna gehört, hat mit dem eigenen Blut einen Pakt mit der Musik geschlossen. Das Orchester ist der Lebensinhalt. Dem gemeinsamen Musizieren wird alles untergeordnet. Alte Musik wird anders und neue Musik gerne gespielt. Und Theodor gibt den Takt an. Inzwischen kommen Musiker aus aller Welt hierher. Aber den Grundstock des Orchesters bilden alte Weggefährten aus sibirischen Zeiten. Es ist nicht wie normalerweise Dirigent, ein Chef. Und wir haben Respekt. Und ja, und nach der Probe, ciao, ciao, tschüss, und das war's. Nee, es kann sein, nach der Probe, wir können zusammen Film gucken oder gehen irgendwo in ein Restaurant und machen Party bei ihm zu Hause. Oder ich lade bei meinem Geburtstag ganz Orchester irgendwo grillen machen. Und das Theodor kommt auch dabei. Also, es ist diese Beziehung, der Chef, Freund, Musiker. Das finde ich super Mischung. Allen Musikern gemeinsam ist ein gewisses Leuchten in den Augen. Also uns bindet einfach etwas, was man nicht beschreiben kann, wissen Sie. Also die Musik und das Gefühl und die Atmosphäre ist sehr gut und wir haben keine feste Arbeitszeiten. Wir wissen nie, wann wir nächsten Tag arbeiten oder auch am gleichen Tag, wir wissen nicht, wann wir arbeiten und das kann alles. Und das macht eigentlich Spaß.
Inzwischen gehört man als Musiker zu einem auserwählten Kreis, wenn man in Perm spielen darf. Ich habe Leute ausgewählt, die extrem talentiert und jung waren. Die meisten kamen aus Novosibirsk. Mein Konzertmeister Afanasy war damals 15 Jahre alt. Und ich wurde ihr Lehrer und zeigte ihnen, wie man Dinge anders und andere Dinge sieht. Es ging mehr darum, ein Ghetto oder ein Kloster zu schaffen. Es ging nicht um eine Organisation von Musikern. Wie gesagt, ich war 15 Jahre alt. Aber das wirklich Überraschende ist, und Theodor erinnert sich wahrscheinlich gar nicht daran, als ich ihn das erste Mal traf, sagte er mir, dass er ein Orchester leite, das einmal bei den Salzburger Festspielen auftreten wird. Kann sein, dass ich das gesagt habe. Aber wichtiger ist, dass ich ein Orchester gegründet habe, das in der klassischen Musik auf der notwendigen Höhe der Zeit ist. Man braucht Freundschaft, um etwas zu schaffen. Können Sie sich eine Rockband vorstellen, die vom Staat bezahlt wird und sich jeden Tag 2-3 Stunden trifft? Vielleicht ist das möglich, aber wie sähe das Ergebnis aus? Kann der Staat derart für eine transzendentale Erfahrung garantieren? Oder bei seinen Angestellten unkonventionelle Emotionen zulassen? Kann der Staat guarantees for that for a transcendental experience or for not conventional emotionality? Natürlich nicht. No, of course not. Und dann fällt in der Probenbaracke auch das große Wort. Natürlich ist er ein Genie. Natürlich, er ist ein Genie und also wie er arbeitet, er. Also für mich, es passt einfach perfekt. Also ich kann es auch gar nicht beschreiben. Ich kann nicht sagen, er ist so gut, so fantastisch, das ist alles selbstverständlich. Wenn wir müde sind und nicht mehr können, dann besteht Theodor darauf, dass wir immer weitermachen. Mit noch mehr Kraft. Uns noch stärker auf das Ziel konzentrieren. Dass wir dabei nicht nur all unsere physische Kraft aufbringen und uns voll konzentrieren, sondern vor allem mit ganzem Herzen dabei sind. Am Anfang, als ich herkam, ich kannte ja auch nicht. Und vielleicht, ich kannte mich auch noch nicht, ja, als Musikerin, als Sängerin. Und jetzt mit den Jahren, ich merke, dass es ist einfach alles da, sofort. Also, er muss gar nicht mehr viel sagen. Ich zum Beispiel weiß immer noch nichts über Perm, obwohl ich seit 6 Jahren hier lebe. Ich gehe am Morgen ins Theater und komme spät in der Nacht heim. Ich kenne keine Straßennamen, keine Nummer von der Tram und weiß nichts vom öffentlichen Verkehr. Stellen Sie sich das vor. Wir hatten sofort Erfolg. Wenn du an das glaubst, was du machst und etwas Einzigartiges hast, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das allgemein bewundert wird. Die andere Seite ist, dass dich der Erfolg auch kaputt machen kann. Der Erfolg ist eine schöne Frau, aber wenn sie ihren Mund öffnet, zeigt sie ihre Haifischzähne und verschlingt dich. Die Arbeitssituation, die sich mit Musica Terna geschaffen hat, die ist nur dort möglich. Aber dieser Schritt, zu sagen, ein so wunderbares Orchester wie das SWR-Orchester könnte etwas sein, wo ich meine musikalischen Ideen realisieren kann, wo ich meine musikalischen Vorstellungen Wirklichkeit werden lasse. Das ist schon ein bemerkenswerter und kluger und auch unerwarteter Schritt, den Theodor Korenzis da vornimmt.
Jetzt also ist Theodor Korenzis, der freie Geist der notierten Musik, nicht nur Leiter seines eigenen Musica Eterna Orchesters, mit dem er bereits alles erreicht hat, sondern auch Chefdirigent des neuen SWR-Sinfonieorchesters, das viel erreichen will. Guten Morgen allerseits. Ich würde gerne jedem die Hand geben, aber bei 100 Musikern ist die Probe dann vorbei. Lassen Sie uns ein letztes Mal den Anfang proben. It's too late. 1, 2, 3, 1, 2, pa-pa-pam. What is happening? Somebody starts later and then makes faster. 1, ta-da-dam. Pa-pa-pam. 1, 2. Job an. Es ist kein Job. Denn wenn Dirigieren ein Job wäre, würde ich ihn nicht machen. If it conductor was a job, I wouldn't do this job. Follow, follow. 1, 2, 3. Und doch ist Korenzis in Stuttgart den Notwendigkeiten einer festen Anstellung ausgesetzt. Hier muss er sich an exakte und kürzere Probenzeiten halten, repräsentative Termine wahrnehmen und in kurzer Zeeit hunderte Musiker kennenlernen. Perspektive, die Kamera sehen, wird ein lässiges Bild. So wie auch Theodor vorne sehr lässig steht und sehr relaxed, dürfte auch ihr lässig sein. Auch Lässigkeit kann man proben. Let we go out. Cigarette. Deshalb probte der fremde Maestro anfangs vormittags mit der einen Hälfte des Orchesters, nachmittags mit der anderen Hälfte andere Stücke. Great. Dann aber kam beim ersten Zusammenspiel nicht das Orchester, sondern der Dirigent an seine Grenzen. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Theodor hat eine extrem schlechte Nacht hinter sich, hat um 21 Uhr Nierenkoliken bekommen, ist mit Notarzt ins Krankenhaus geliefert worden, ist bis jetzt dort, der Stein ist nicht abgegangen, hat tierische Schmerzen. Jeder, der vielleicht schon mal eine Nierenkolik erlebt hat, weiß, was das bedeutet. Und ich denke, wir wünschen ihm symbolisch und vom Herzen und gedanklich alles Gute. Danke. Pianissimo und sehr durchsichtig. Tutti, F. F. Der Assistent musste beim ersten Gastspiel die Generalprobe übernehmen. Und die Musiker mussten sich mit ihrer Professionalität trösten. Die Ärzte untersagten dem Dirigenten einen Auftritt. Bis kurz vor dem Konzert war es ungewiss, wer an diesem Abend Bruckners letzte Symphonie dirigieren würde. Und das ist einfach wie beim Rallye-Fahren. Man hat einen Streckenplan und man weiß jetzt mal, das ist vorausschauend. Er hat einem sozusagen eine Karte mitgegeben, um es zu verstehen, was er möchte. Der hat das vorgesucht und dann, man ist dann überzeugt und dann irgendwie man das Gehirn speichert das. Das meistert man eigentlich im Kopf, zeichnen noch sehr viel ein. Das muss man erinnern, deswegen sind wir die Profis, die sowas wissen. Es sollte für alle Beteiligten nicht nur der erste gemeinsame, sondern ein unvergesslicher Abend werden. Das werde ich nie vergessen, obwohl ich noch wie auf einem Trip halb unter Narkose stand.
Selbst die Ärzte waren überrascht, dass ich 3 Stunden nach einer Vollnarkose ein Konzert geben wollte. Und dann geschah ein Wunder. That was a kind of miracle. Zum ersten Mal lebt Theodor Korenzis dem Stuttgarter Orchester vor, was es heißt, sich gegen alle Vernunft mit seinem ganzen Leben und mit jeder Faser des Körpers der Musik zu verschreiben. Aber ich glaube an Wunder. And I think every time you go to the stage, you believe in a miracle. What's the miracle? Das Wunder ist, wenn deine Gebete nicht von der Decke des Konzertsaals gestoppt werden, sondern sie durchbrechen, sodass die Sonne hereinscheinen kann. Dieses Wunder ist auch das Wunder der Sexualität. When the people make sex. Wenn die Menschen Sex haben und sich lieben, glauben sie, dass etwas Wunderbares passieren wird. Dass die Engel erscheinen und Gloria in Excelsis Deo singen. Man glaubt an Wunder, wenn man etwas wirklich will. Und das wäre ein Ziel für die ganze Menschheit, daran zu glauben, dass Wunder alltäglich sind und dauernd passieren. Wir müssen nur daran glauben, dann geschehen sie. Mit blutender Wunde hatte Korenzis unter Schmerzen den Abend überstanden. Es war eine Art Wunder geschehen. In den Rezensionen kam auch manchmal das Wort Messias vor. Was sagen Sie zu diesem Wort? Also, ich versuche es zu vermeiden, weil, auch wenn ich dem Wort sehr anhänge, aber es ist eben ein sehr spezielles Wort. Aber ich würde unterschreiben, es ist was dran, ja. Halleluja. Oh, glory, glory. Halleluja. Zurück in Perm. Über sein Privatleben, wenn es denn eines gibt, spricht Theodor Korenzis eher nicht. Man weiß, dass ihn ein russischer Misanthrop unterstützt. Sein Haus, wenn er denn einmal daheim sein sollte, liegt etwa eine halbe Autostunde von der ehemaligen Rüstungsmetropole Perm hinter verschlossenen Toren in einem Wald. Er hat 2 große weiße Hunde. Auf persönliche Fragen, wenn sie jemand stellen sollte, antwortet der eingebürgerte Russe mit griechischer Seele gerne mit allegorischen Geschichten. I'm not a hard worker. I'm not. I'm a kind of lazy. Ich finde mich eher faul. It's how I see myself. But, aber wenn die Musik mich braucht, muss ich da sein. A lot, I have to do that. Ich erzähle Ihnen eine lustige Geschichte. Ich war mal wahnsinnig in ein Mädchen verliebt.
Wir verstanden uns blind. Ich war sehr innig. Ein Blick und zack, wussten wir, was los ist. Eines Nachts sagte ich zu ihr, du verdienst jemanden Besseren als mich. Jemand, der dir deine Träume erfüllt. Ich bin nur ein armer Musiker ohne Zukunft. Aber du findest jemand, der den Schleier von hellem Licht des Lebens reißt. To open this beautiful, shiny light of life in front of the curtains of your vision. Du wirst glücklich sein. Du wirst heiraten und ich werde Terrorist. Ich komme dann mit einem Orchester pensionierter Musiker zu deiner Hochzeit und spiele vor der Kirche Der Abschied aus Mahlers Lied von der Erde. Und dann kommst du raus und siehst draußen auf dem Platz die alten Musiker mit den betrunkenen Dirigenten. Irgendwann wirst du mich auch nach all den Jahren erkennen und dich an diesen einen Moment erinnern, als ich dich gedrückt habe und umarmt habe. Und sie? Warum sagst du so etwas? Warum nur? Ich werde immer bei dir sein. After 15 years. Gut 10 Jahre später war ich in einem Café in Moskau. Es war 11 Uhr früh. Theodor. Jemand rief Theodor, Theodor. Und dieses Mädchen stand vor mir. Ich hatte sie ewig nicht gesehen. So many years we haven't seen. It's very kind of you, I said, yes. Nach so langer Zeit fragt man, wie geht es so? Und sie sagt, ich wollte dich schon anrufen, weil ich werde heiraten. Denn du hast es vielleicht vergessen, aber du hast mir etwas versprochen. Du hast mir versprochen, dass du mit deiner Geige bei meiner Hochzeitsparty spielen wirst. Und ich sagte, habe ich das wirklich gesagt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Wie konntest du das vergessen, Theodor? So einer bist du. Das sagt etwas über die Musik aus. Ich flog mit ihr durch die Lüfte. Ich dachte, wir teilten uns eine gemeinsame Frequenz. Und so ist unser Musikbetrieb. Man denkt, man redet über etwas Bestimmtes und die Leute verstehen etwas ganz anderes. Das ist so enttäuschend. Es ist tragisch, wenn die Leute dich nach einem Konzert mit Tränen in den Augen bejubeln und du siehst, sie haben nichts verstanden, sondern nur an ihre tote Oma gedacht, als du das Adagio gespielt hast. And you see that they haven't understood anything of what you did. They will just remember their grandmother that she passed away while you were playing the Adagio. Dienstantritt eines Dirigenten. Das Orchester hat sich vorbereitet. Der Maestro betritt den Saal. Gibt, wie es braucht ist, der Konzertmeisterin die Hand. Keine Zeit für Unwesentliches. Die Arbeit kann beginnen. Good morning. Thank you for inviting me.
and let's make some music. Wir haben die 7. Sinfonie von Beethoven mit ihm gespielt und die kennt nun jeder Musiker und fast jeder Zuhörer im Konzert wirklich sehr, sehr gut. Und trotzdem kamen ganz viele Zuhörer danach zu mir und haben gesagt, also so haben wir das Stück noch nie gehört. Und auch als Musiker hat man wahnsinnig Lust, das mal anders zu spielen. The first quarter note is not short. Stops with the second quarter note. One. This, the last phrase, is diminuendo. Pom 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 pi pom wo moren. Let's do the same. Ersterben. Spielen Sie das noch doppelt so leise und Sie werden sehen, wie etwas Magisches im Publikum passiert. Dann kommt da einer und will uns jetzt erzählen, wie es geht. Und das ist auch jetzt nicht so einfach. Und ich habe da auch schon einige ziemlich dran scheitern sehen. And the dynamic is four times softer than jetzt noch viermal leiser und über dem Griffbrett spielen, wie eine singende Klimaanlage. Die transzendentale Erfahrung hat nichts mit Dynamik zu tun, ob man laut oder leise spielt, sondern wir müssen es erschaffen, unser ganzes Herz und allen Geist in den Prozess stecken. Und dann wird dieser Prozess jemand anderen berühren. Das ist der ganze Trick. That's the trick. Oh, I listen accent in the second quarter note. Need this. And sul tasto. No timbre. One. Soft and shelly. And disappear. Nie habe ich so leise gespielt. Das war schön. Sehr schön musikalisch. Ja, jetzt haben wir nur noch wirklich mit einem Haar gespielt. Oder fast gar nicht mehr. Und? Wie fühlt es sich an? Ja, nicht sehr komfortabel, aber das Ergebnis ist toll. Ganz leise, ganz stille Probe. Und alle haben sich konzentriert, was er sagt. Und alle haben so gehört, was er gesagt hat. Und das ist sehr schön. Es macht echt Spaß. Ich finde schon, dass er was Rebellisches hat, aber im positiven Sinn. Wir haben auch Rameau mit ihm gespielt. Das ist was dem Orchester nun gar nicht vertraut ist. Wie schon mit Musica Eterna versucht Corenzis mit wild barocken Rameau-Interpretationen das SWR-Symphonieorchester aufzurütteln und von seiner Art des Musizierens zu begeistern. Aus den Konventionen auszubrechen und wir sind ja so in so einem starren System mit Frack und also alles und manchmal ist es einfach auch gut, das mal wirklich zu verlassen, auch spontan zu sein, zu improvisieren und all diese Sachen. Das ist eine Bereicherung für uns.
Auf dem Höhepunkt eines Überraschungskonzertes reißt Corenzis dann das Orchester buchstäblich von den Sitzen und lässt es improvisierend durch die jubelnden Zuschauer hindurch aus der Stuttgarter Liederhalle hinausmarschieren. Stark war's. Super, hat man doch gemerkt. Klasse, nee, schöner Abend. Sehr entspannt. Sehr entspannt? Ja, also animierend und alles. Publikum war toll, Dirigent war toll, Kollegen waren toll. War super. Der hat schon gesagt, wie bei der Tour de France, wenn man den Leuten da vorbei muss und wieder zurück. Und es ist einfach Mordsgaudi. Mehr geht nicht. Das erste offizielle Konzert des SWR-Symphonieorchesters mit ihrem Chefdirigenten wird zum allererlösenden Triumph eines neuen Stils. Es ist eine sehr flache Hierarchie sozusagen, obwohl er natürlich unumstritten der Chef ist, wonach sich alles richtet. Es ist auch eben schon allein die Geste, wie wir uns verbeugen sollen, dass wir uns wirklich alle gemeinsam mit ihm verbeugen. Ist eine schöne Geste von ihm auch ans Orchester, dass er sagt, er ist hier nicht einfach derjenige, der das macht und wir sitzen halt da rum und funktionieren, sondern wir sind wirklich ein Team und machen das zusammen. Großartig. Er ist dabei super authentisch, finde ich. Und deswegen macht man auch gerne mal Sachen, die vielleicht ungewöhnlich sind. Aber man hat auch Lust, das auszuprobieren, weil es bringt ja auch nichts, wenn wir jetzt versuchen, die Maler 3 so zu spielen, wie das viele andere vorher schon gemacht haben. Das können wir nicht, teilweise wollen wir auch nicht, sondern wir versuchen es halt jetzt so zu spielen, wie es das SWR-Symphonieorchester mit Theodor Corenzis 2018 spielen kann und möchte. Für sein Antrittskonzert hatte sich Corenzis Mahlers 3. Symphonie ausgesucht. Die längste Symphonie der Musikgeschichte, zu dessen Finale er schon lange eine tiefe persönliche Beziehung hat. Jetzt wird sich zeigen, ob die Entscheidung, nach Stuttgart zu kommen, künstlerisch richtig war. Auftritt, Dirigent. Finale. Start. Love composition after this. Ich habe mit diesem Stück gelernt, das Komponieren zu lieben. Meine erste Liebe hängt mit dieser Musik zusammen. Und auch die größten Enttäuschungen. Das ist sehr intim für mich. Wenn man liebt, ohne wieder geliebt zu werden, wenn man Hoffnung hat, wenn es keine Hoffnung mehr gibt. Wenn man etwas opfert und keiner merkt es oder wird es je wissen. Diese Musik ist so schmerzensvoll. Ich hätte alle Dunkelheit der Welt aus, aber nicht dieses D-Moll. Von diesem Moment an sind alle D-Molls traurig. Denn wir haben gekämpft und gelitten. Alles verloren. Dann halten wir die Zartheit und diese Schönheit nicht mehr aus. Orchester unter Theodor Corenzis, erst ergriffenes Schweigen, dann stehende Ovationen.
Erst in Stuttgart, dann in Freiburg und zum Schluss sogar in Wien am Konzerthaus im heiligen Tempel der klassischen Musik. Der vorläufige Abschied vom neuen Orchester, das kurz darauf zu den Salzburger Festspielen eingeladen wurde. Liebe Freunde, ein paar kleine Worte der Dankbarkeit. Beim nächsten Mal möchte ich euch etwas auf Deutsch erzählen. Es gibt ein wichtiges Beispiel für das, was wir gerade tun. Stellen Sie sich ein Radioapparat vor. Das spielt Musik. Aber wir suchen etwas, das uns mehr inspiriert, uns in eine bessere Stimmung versetzt. Also suchen wir mit dem Regler vorsichtig nach einer anderen Frequenz. Und plötzlich ist es da. And then we need very careful to find this frequency, and then we listen. Oh, that's good. So how to tune yourself to find this right? Wie aber kann man sich selbst so einstellen, dass man in sich selbst diese bestimmte Frequenz findet, die einen atmen lässt und einen inspiriert? To our orchestra. Ich wünsche mir für unser Orchester, dass es so weitermacht, wie ich das in den letzten Wochen erlebt habe. And to continue, it is to find. Weitermachen heißt, dass wir Inspiration finden. Dinge, die uns verbinden. Denn die Dinge, die uns vereinen, sind unsere stärkste Kraft. The connected people are the people that they bring the big resonance of love. Zusammen bringen wir die Liebe zum Erklingen. I don't want to create. Auf keinen Fall möchte ich mir eine Statue errichten und ein Idol schaffen. Because, I mean, ich glaube an Gott. I believe in God. I don't believe in und nicht an Idole oder Totems. In Totems. Okay, I think that's the time for a good drink. Yes.